Sehen Sie gleich im Anschluss an Ehrensenf. Die Vorher-Nachher-Show. Heute mit Bekay Harrach aus Bonn. Also dranbleiben. Hallo, ich bin Ellen und das ist Bekay Harrach, unser Lieblingsislamist. Der Bereichsleiter Deutschland Referat Einschüchterung hat sich wieder zu Wort gemeldet. Und er hat gelernt. Unrasiert und im Schlabberlook darf man uns nicht kommen. Jetzt macht er einen auf Herr Kaiser der Al-Qaida und spricht mit uns über Lebensversicherungen. Ja, richtig wohnlich hat er es mittlerweile in der Höhle. Und ich muss sagen, die neue Frisur ist auch viel authentischer, wenn man über Afghanistan spricht. Harrach rät übrigens Muslimen in Deutschland, sich nach der Wahl 14 Tage lang von allen nicht lebensnotwendigen Orten fernzuhalten. Nicht-Muslime dürfen diese Information natürlich nicht benutzen. Also von mir habt ihr es nicht. Und seine Videos dürfen übrigens auch nicht mit Musik unterlegt werden. Deshalb Finger weg von TubeDubber. Kennt ihr ja, da diese Website, mit der man YouTube-Videos mit anderen Tonspuren unterlegen kann. And how fucking dare anyone out there make fun of Britney after all she's been through? Also lasst solchen Unfug bitte. Und wenn doch, postet es lieber nicht in den Kommentaren. Hallo, liebe Liebende. Aber jetzt bitte keine Panik. Merkel und Steinmeier warnen die Deutschen auch dauernd davor, ja nichts Falsches zu wählen. Gut, die können halt nur mit Steuererhöhungen drohen. Aber auch Waffen verlieren schnell ihren Schrecken, wenn man ihnen zum Beispiel einfach neue Sounds verpasst. Wie hier im Spiel Half-Life 2, für das ein Gamer fast alle Geräusche mit seinem Mund nochmal neu aufgenommen hat. Diese Version bitte immer laden, wenn die Eltern zugucken. Völlig sicher ist man nach der Wahl laut Harrach übrigens in Kiel. Warum auch immer. Hoffentlich ist die Stadt auf 80 Millionen Besucher vorbereitet. Ja, an alle Kieler der Tipp, jetzt noch ganz schnell die Besenkammer zu Höchstpreisen untervermieten. Nee, Quatsch, nur Spaß. Jetzt auf keinen Fall im dunklen Kämmerlein verkriechen. Wo es dann im Zweifel auch nur die Bloodlamp gibt, die man nur durch Zugabe von Blut zum Leuchten bringt, um ein Bewusstsein für sparsameren Energieverbrauch zu schaffen. Obwohl, dieser Mann hätte das Opfer sicher gerne gebracht. Ein ungebetener Gast, der versucht, sich in einem fremden, stockdunklen Haus zurechtzufinden. Und in dem sprichwörtlich düsteren, aber ungewöhnlich schön umgesetzten Animationsfilm Fear of the Dark muss der Mann dann bald feststellen, dass er nicht so alleine ist, wie er dachte. Nein, nein, aber wir lassen uns nicht einschüchtern. Gerade jetzt sollten wir unser Leben in vollen Zügen genießen. Naja, vielleicht nicht unbedingt in vollen Zügen. Aber mit vollem Magen. Ja, wer noch nichts vorhat, kann ja mal die beim Guardian aufgelisteten 50 Orte abklappern, an denen es angeblich die 50 leckersten Gerichte der Welt gibt. Und wer noch mehr Zeit hat, kann bei StepMap direkt eine Karte dafür anlegen. Eine Website, auf der man schnell, einfach und kostenlos persönliche Landkarten erstellen und mit Texten, Bildern und Videos versehen kann. Etwa für Hobby, Bildung oder den Urlaub. Speziell für den Urlaub kann man sich allerdings auch mal Everlater angucken. Eine noch junge, neue, englischsprachige Seite, mit der sich ziemlich leicht ausführliche Reisejournale anlegen lassen. Vielleicht verrät uns ja mal jemand, wo er sich zurzeit so rumtreibt. Vielleicht der Bekay Harrach? Das war Ehrensenf. Ich bin Ellen. Tschüss. Was? Jetzt schon Fanpost? Toll. Ich glaube, es ist eine Uhr.